Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Gut gelaunt durch den Lockdown. Hier kommt die schlechte Laune in Quarantäne. Wir halten 1,5 Meter Abstand zum Lockdown-Blues. Hier kommt deine Antikörper gegen Brain Fog und Co., dein Impfstoff fürs Gehirn. Und mein Gast heute ist Lothar Sand, Referent beim Börsenverein. Cool, dass das geklappt hat. Hi. Ja, hi, danke schön. Freue ich mich. Guten Tag. Und Lothar ist ein Gast, der vorher gesagt hat, und das ist vielleicht ganz gut, damit die Erwartungen ganz niedrig sind. Ich weiß gar nicht, ob ich dir da überhaupt sowas Gutes sagen kann und dir da so gut helfen kann mit den Themen, weil es dir, und das hast du auch eben schon gesagt, eigentlich so ganz gut geht gerade und insgesamt auch mit der Situation. Gibt es trotzdem irgendetwas, was dich gerade nervt oder belastet oder was dich durch Corona vielleicht besonders stört? Ja, na klar. Auch wenn ich gesagt habe, eigentlich geht es mir gut und tatsächlich, es geht mir gut. Ich bin gesund und die allermeisten Leute um mich herum sind guter Laune. Und ich fühle mich tatsächlich auch immer noch privilegiert, weil ich habe Platz und stabiles Internet und meine Tochter ist 13 und einigermaßen selbstständig. Und deswegen fallen bei mir so viele Sachen gar nicht an, die bei anderen ein Problem sind. Aber trotzdem gibt es natürlich Sachen, die mich nerven und die mich Nerven kosten. Und das sind ganz viele Sachen, die auch vollkommen unoriginell sind, weil sie uns alle miteinander verbinden, weil mir natürlich ganz viele Dinge fehlen, besonders auch mit Blick auf die Branche. Die ganzen Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, die Veranstaltungen. Aber wenn du mich fragst, was mich aktuell nervt, um das dann jetzt mal vorneweg rauszulassen, würde ich sagen, mich ärgert gerade, das kann man hier in Frankfurt, ich wohne ziemlich zentral, ganz gut besichtigen in den letzten Tagen. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen die Akzeptanz für diese gesamten Corona-Vorsichtsmaßnahmen ein wenig im Schwinden begriffen ist. Und also damit wir uns recht verstehen, ich kann das super nachvollziehen, dass Leute genervt sind und keinen Bock mehr haben auf Abstand, Masken und Co. Aber ich bin ja so rational und ich denke mir halt, naja, aber es hat vielleicht doch seinen Sinn und das wäre ganz gut, weil wenn wir es nicht machen, dauert der Mist ja einfach noch länger. Ja, das ist irgendwie gerade so ein bisschen die große Gefahr, dass man jetzt schon so viel Zeit überstanden hat und viele, ja, offensichtlich dann auch ohne krank zu werden, ne? Und dann denkt man so, ach, naja, gut, dann ich bin so ein bisschen unantastbar, mir kann da nichts passieren. Dabei denke ich auch jetzt gerade so, eigentlich müsste man jetzt so vorsichtig sein wie überhaupt noch nie. Ja. Ich verstehe es total, aber es wäre halt echt blöd, wenn wir jetzt, wo vielleicht so ein bisschen Hoffnung greifbarer wird, wenn das vielleicht mit dem Impfen mal ein bisschen besser in Gang kommt, dann jetzt auf dieser Strecke noch so viel zu riskieren, das wäre ja blöd. Und du hast am Anfang schon gesagt, was natürlich irgendwie doof ist, ist, dass gerade keine Branchenveranstaltungen zum Beispiel stattfinden. Ich meine, wir haben uns auch am öftesten dann irgendwie auf der Buchmesse oder ähnlichem gesehen. Und da habe ich das auch immer so wahrgenommen. Und so ist es ja, hast du ja jetzt auch geschildert, so geht es ja jetzt auch gerade, dass du da bei all denen, die um einen herum eigentlich immer stressig sind, warst du immer so jemand, der so sehr entspannt war. Also wir hatten in der ersten Folge, habe ich mit, nee, Quatsch, in der zweiten Folge habe ich mit Thilo Schmid ja gesprochen. Und da haben wir für Resilienz als Beispiel seinen Hund gehabt, der sich da irgendwie gar nicht so viel anmerken lässt. Und ich finde auch immer, du bist irgendwie so jemand, der immer so eine Ruhe und so eine Ich Entspanntheit bin der Hund, ausstrahlt. willst du mir sagen? Ja, Ja. nee, du bist auf Platz 2 auf dem Treppchen hinter dem Hund. Okay. Nee, Der so Hund wollte ich von das nicht Thilo sagen. Schmid, das ist aber auch ein geiler Job wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, aber die Frage ist sozusagen eher so, also nimmst du das erstmal selbst auch so wahr und wie bewusst gehst du sozusagen damit um? Also ist das wirklich so ein, bist du einfach so entspannt und irgendwie eher locker da oder ist das wirklich so ein bewusster Umgang mit den Dingen, so eine Einstellung? Ja, wahrscheinlich beides. Ich glaube, die Einstellung kommt dann aus dem Wesenszug. Es ist natürlich so, dass nicht alles, was man sieht, auch immer genau dem entspricht, was man nicht sieht.
Und vielleicht ist der Blutdruck ja manchmal höher und man merkt es nicht. Aber ich glaube schon, dass das so auch meinem Wesen entspricht und ich dann eben auch diese dafür prädestiniert bin, dann eher so ein bisschen Ruhe zu bewahren und zu verbreiten, weil das muss es halt auch einfach geben. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Baustein in einem Team, in dem alles vorhanden ist. Und ja, das kommt von innen und wirkt nach außen. Okay, das klingt schöner. Das klingt ein bisschen nach Apothekenumschau, oder? Es ist, aber ja. Ja, wo du sagst, Apothekenumschau, ich finde aber auch die Frage so, was steckt dahinter? Es klingt auch ein bisschen nach Sensationsjournalismus. Also haben wir hier alle Pressesparten vertreten Ja, du bist und ja im was da schon. Begriff, irgendwie so Oprah Winfrey, der Buchbranche zu werden mit dem Format. Und wenn ich dir irgendwie da zunutze sein kann, dann bin ich gern bereit, daran mitzuwirken. Ich war dann immerhin in der ersten Staffel, egal wie ich dann rüberkomme, dabei sein ist alles. Ja, du bist ja auch so ein bisschen sowas wie die Meghan Markle der Buchbranche, ne? So hat man dich ja auf dem Schirm. Ja, genau. Was soll ich sagen? Ich bin enttarnt. Nämlich genauso wie es in Nicht-Corona-Zeiten ganz tolle Aktionen gab, gab es ja auch während Corona ganz viele Ideen, ganz viele Dinge, die vielleicht ohne Corona gar nicht passiert wären. Und um so ein bisschen jetzt den positiven Blick auf Corona zu werfen, was wäre denn zum Beispiel etwas, was du so wahrgenommen hast, was total gut ist und positiv, was es ohne Corona gar nicht gegeben hätte. Also also hier im Arbeitsumfeld bin ich total begeistert und geflasht. Und das bezieht sich vielleicht auch gar nicht nur auf das eigene Unternehmen, wie unglaublich reibungslos und effizient und schnell und dabei aber nicht seelenlos diese Umstellung auf die neue Anforderungen des Arbeitens funktioniert hat. Es ist ja nicht alles schlecht. Es kommen ja auch Dinge schneller voran oder es zeigen sich Entwicklungen, die ohnehin schon womöglich im Gange waren, jetzt einfach umso rascher. Und das wird sich auch ohne Pandemie dann nicht mehr zurückverändern. Ich bin im Grunde jetzt ein noch größerer Fan der Verlage und Buchhandlungen, als ich es vorher war, weil ich gesehen habe, mit welch hohem Aufwand, auch persönlichem Aufwand und mit hohem Unsicherheitsfaktor behaftet und Risiko, die alle ihren Job machen und eben nicht nur ihren Job machen, sondern dabei auch Mensch geblieben sind und für ihre Leidenschaft Bücher machen, Bücher verkaufen, brennen. Und ich glaube, man konnte im vergangenen Jahr besichtigen, und das war eindrucksvoll, wie sich das auch auf unsere Kundinnen, Kunden, Leserinnen, Leser übertragen hat. Es würde mich freuen, wenn das überall auch so wahrgenommen würde und daraus auch alle in der Branche das Selbstbewusstsein beziehen, das alle haben sollten. Ja, und ich finde auch ganz toll, dass natürlich in verschiedenen großartigen Weisen reagiert wurde auf Corona, so ein Buchhandel, aber auch ganz neue Sachen entstanden sind, die jetzt so gar nicht unmittelbar damit etwas zu tun haben. Also so wie in der ersten Folge war Andrea Ludow zu Gast von Dussmann, die dann neben dem Kulturkurier etc. auch noch einfach einen Podcast gelauncht haben. Also dass man so merkt, dass trotzdem dann noch so wahnsinnig viel Energie da, sich dann auch noch um so etwas zu kümmern. Und das hat man ja irgendwie im ganzen Buchhandel, irgendwie, ob es nun die Buchhandlung oder Verlage sind, mitgekriegt, dass so viel Energie da drin steckt. Insgesamt kann man sagen, das ist eine belastbare Branche, die ja, toll performt hat. Und es wird allerhöchste Zeit, dass die Pandemie vorbei ist, dass wir das als Rückenwind dann wieder mitnehmen können. Hoffentlich schon bald im Herbst. Ja, und es hat sich jetzt im Beruflichen wahnsinnig viel verändert, aber bei vielen Menschen auch im Privaten. Also viele haben irgendwie neue Hobbys für sich entdeckt. Wir hatten das die letzten Wochen schon, diverse Musikinstrumente wurden neu für sich entdeckt und viele Sportarten ausprobiert. Gibt es bei dir auch so etwas? Ich habe befürchtet, dass du mich das fragen wirst. Ja. Klares Nein oder vielmehr, naja, also Nein mit Einschränkungen. Also ich habe natürlich mit
großem Gewinn zur Kenntnis genommen, dass Andrea Ludow uns erzählt hat, wie geil sie jetzt Klavier spielen kann. Mich beeindruckt es sehr, aber lieber Andrea, schöne Grüße. Es war vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig, weil eines Tages werden wir auf einer Branchenveranstaltung sein und wenn dann ein Klavier in der Nähe ist, dann schlägt deine große Stunde. Und vielleicht ist dann ja auch Thilo Schmid mit an Bord, dessen Akkordeon-Performance uns allen ja noch lebhaft in Erinnerung ist. Also ich habe jetzt nichts Neues zu bieten. Ich kann immer noch keinen Handstand und spreche nicht Italienisch und keine Ahnung, ich habe mich auch nicht mit Ikebana oder so beschäftigt. Kein Bananenbrot gebacken? Nee, tatsächlich nicht. Wir kommen aber gleich noch zum Thema Kulinarik. Es ist ja auch so, dass ich finde das manchmal so ein bisschen verdächtig, wenn von Leuten gesagt wird, sie haben sich neu erfunden. Ich kann mir da nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich habe mich nicht neu erfunden, würde ich sagen. Ich bin mir einfach treu geblieben. Also ich habe das weitergemacht, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe und vielleicht ein bisschen anders gewichtet und anders ausgestaltet. Und es ist ziemlich banal eigentlich. Also ich liebe Geschichten, ja, big deal. Ich lese Bücher und alles, also ich höre ganz viel. Ich höre Geschichten, ich bin großer Audio-Fan und ich empfinde es auch als großartig, dass ich eben auch sehr viel mit den Hörbuchverlagen zu tun habe. Ich mache immer Werbung dafür. Ich gucke Filme und Serien. Also Geschichten sind ein Thema und in der Zeit vor der Pandemie, das ist jetzt nicht so möglich. Ich mag das gerne irgendwo sein, draußen im Café sitzen oder im Park und mir Leute angucken und mir zu denen Geschichten ausdenken. Ich stelle mir dann vor, wie die heißen könnten, was die für Berufe haben, in welchen Verhältnissen die zueinander stehen. Und das macht mir Spaß. Was ich ja häufiger gemacht habe, ist, ich bin auf den Friedhof gegangen. Also nicht weit von mir entfernt ist der Frankfurter Hauptfriedhof. Ist auch insofern ganz passend, weil genau da, wo der Friedhof anfängt, endet die Maskenpflicht, sodass man da dann auch ohne spazieren kann. Und Friedhöfe sind ja überhaupt super. Also sie sind so wie Parks, nur mit weniger Leuten, also mit weniger lebendigen Leuten, die einem begegnen können. Und der Hauptfriedhof ist klasse. Es gibt da auch Tiere, alle möglichen Vögel, Eichhörnchen, Hasen, Füchse, was man so sieht. Und es ist halt doch ein bisschen ruhiger unter der Woche als im Park. Und auch da, wenn man das mag und das nicht schrecklich findet, dann kann man da eine Menge sehen. Und weil du das erwähnt hast, tatsächlich auch Kochen und Essen. Also das ist ein Schwerpunkt, wenn andere Sachen weggefallen sind. Die eine oder andere Budgetposition wurde umgeschichtet in Richtung Hard- und Software in der Küche. Wir kochen viel, wir probieren viel aus und finden das super. Und ja, also bevor dann die nächste Messe kommt, muss ich vielleicht nochmal gucken, dass dann auch die Anzüge alle wieder passen. Aber es macht schon Spaß und ja, ist ein schönes Thema in der jüngeren Vergangenheit. Hast du denn irgendein Gericht, was du neu entdeckt hast und empfehlen kannst? Ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil dann alle lachen, weil sie sagen, ja toll, das ist ja auch nichts Besonderes. Aber gerade letztes Wochenende haben wir zum Beispiel Pasta selber gemacht. Und das ist natürlich ein gewisser Aufriss, aber es lohnt sich. Und ansonsten sind es, ja, es sind halt auch so ein bisschen wie ich mag ja Geschichten, die so lakonisch sind und nicht so viel drumherum haben. Und mich begeistern auch Rezepte, die einfach sind, aber trotzdem dann raffiniert schmecken. So Sachen, aber wirklich ganz unterschiedlich. Alle Regionen, alle Produkte, keine Ahnung, da ist irgendwie alles dabei. Und es lohnt sich einfach auch mal Sachen auszuprobieren, von denen man vorher dachte, ich glaube, ich mag das gar nicht. Ja. Ja, selbstgemachte Nudeln habe ich früher auch immer schon gemacht, aber ich habe jetzt das erste Mal mit dem Teig dann so Ravioli gemacht. Das ist ja auch eine
Riesenarbeit, Ja. und das dann alles auszurollen und dann die Füllung zu machen da rein. Und da muss man die auch einzeln so ausschneiden sozusagen. Aber das schmeckt wirklich, wirklich wahnsinnig Ja, gut. was hattest du für eine Füllung? Ich mache die, also ich habe zwei verschiedene, einmal so Ja. Ricotta-Minzblätter geschnitten und Zitrone so ein bisschen. Und das dann auch nochmal in so einer Minzbutter geschwenkt in der Pfanne danach. Und die andere war so die klassische Mozzarella, getrocknete Tomaten, Rucola, so ein bisschen Parmesan, Olivenöl. Genau, das in so einer Rucola-Butter oder kann man auch mit Tomatensoße oder so machen, Ja, aber ja. genau. Ja. Okay. Und du? Ja, das ist durchaus auch der Plan. Ich hatte auch noch Kürbis eingefroren, Ja. und das wäre auch noch vielleicht was für die Füllung. Ja. Ja. Ja, sehr cool. Ja, lass uns Und da mal im Gespräch bleiben. Das ja. scheint mir. Ja, ich habe ein paar YouTube-Tipps. Ich schicke dir eine Sehr Linkliste. gerne. Genau, und dann hast du eben schon erzählt, Geschichten sind so dein Thema, irgendwie von Audio bis Filme, Bücher, Serien. Kannst du da irgendwie jeweils vielleicht einen rausgreifen oder hat sich in der letzten Zeit irgendwie eine Geschichte in welcher Form auch immer besonders beeindruckt? Ich werde natürlich jetzt kein einzelnes Produkt empfehlen, sondern darauf hinweisen, dass wir im Markt einfach so viele, so vielfältige, unfassbar coole Geschichten, aber auch gerade weil wir es übers Kochen sprachen, auch Sachbücher und Ratgeber haben, dass es einfach vollkommen daneben wäre, jetzt eine Sache rauszugreifen. Ich kann aber vielleicht erzählen, dass jetzt so beim Visuellen, beim Gucken, wie gesagt, ich gucke ja Filme, Serien und so. Ich habe ein bisschen auch eine Schwäche für BBC-Produktionen. Kann man im Netz auch finden, je nachdem, wie man sein Internet konfiguriert. Eine Sache, die mich auch, auf die ich vor gar nicht allzu langer Zeit vermehrt gestoßen bin. Es gibt so BBC-Shows mit Stand-up-Comedians, also natürlich vor der Pandemie aufgezeichnet. Im Londoner West End, glaube ich, gibt es so ein Apollo-Theater, wo dann solche Shows gedreht wurden. Und das ist irre, weil das ist eine Person, eine Frau, ein Mann auf einer ansonsten leeren Bühne, nur mit dem Mikrofon und Tausende von Leuten im Saal. Und eigentlich sind sie dieser Masse ja hilflos ausgeliefert. Ja. Wenn die beschließen zu buhen, dann hast du einen schweren Stand. Aber das Gegenteil passiert. Die schaffen es allein mit ihrer Sprache, mit Kreativität, mit Wortwitz, manchmal auch mit Anzüglichkeiten, diese Leute so zu unterhalten, dass sie sich fast in die Hosen machen vor Lachen. Und es ist fantastisch zu sehen und macht viel Spaß. Ja. Gut, jetzt mochtest du uns keine genauen Buchtipps geben, aber du hast ein paar Songs vorbereitet für unsere gute Laune-Playlist. Hast mir schon eine Liste geschickt. Genau, vielleicht kannst du ja zu denen einmal kurz was erzählen. Carsten und Carsten, ich mag Leute. Das ist einfach ein gute Laune-Lied. Dachte ich mir, das passt ja auch zur Überschrift dieser kleinen Sendung. Das ist ja, ich glaube, wenn wir uns dann alle mal wiedersehen auf der Messe, wenn wir dann, ich meine, wir wissen ja auch, dass wir das so sehr vermissen und dass wir dann von Gefühlen überwältigt werden. Aber ich glaube schon, dass es dann ein sehr emotionaler Moment werden wird. Und dieses Lied habe ich so im Kopf, wenn man gewissermaßen vorbehaltlos irgendwie alle mag, egal was gewesen ist. Und jetzt freut man sich halt, dass man sich wieder sieht. Und dann wäre das, glaube ich, ein passender Song. Und außerdem ist er witzig und ja, gefällt mir schon länger. Und deswegen musste er hier mal genannt werden. Dann hatte ich You've Got the Love, genau in einer Version von, das ist ja ursprünglich eigentlich ein Titel von Florence and the Machine, Dachte Superband. ich, aber witzigerweise Ist auch ein ist nicht schon Cover? auch ein Cover, ja, auch viel älter. Ah, Ich habe es nämlich, als du mir das geschickt hast, auch nochmal nachgeguckt. okay, Genau, peinlich.
Nee, also ich habe nämlich genau das Gleiche Ja. gedacht. Und ich hatte nämlich auch von Florence and the Machine ja auch schon mal einen Song, Dog Days Are Over, den fand ich auch so gut. Und genau, ich kenne es tatsächlich auch nur in der Version, aber Ja. habe mir dann auch angehört und die ist so ein bisschen zurückgenommener, aber auch Ja, wahnsinnig toll. Es ist einfach ein guter Song, ja. die ist weniger elegisch und dafür ein bisschen temporeicher und ja, ist eine gute Performance. Wird, glaube ich, auch in einem Film irgendwo verwendet und ja, aber dann haben wir ja beide wieder was gelernt. Super Sache. Dann hatte ich noch so einen alten Smash-Hit aus den 60ern mit, das wird jungen Menschen wie dir natürlich nichts sagen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin auch nicht alt genug, um es noch wirklich wahrgenommen zu haben. Aber Fifi Bach und Dietmar Schönherr, fantastisch. Mein Schatz, ich muss zum Bus. Bin ich tatsächlich durch die Liebste drauf aufmerksam geworden. Ist so ein bisschen auch ein geflügeltes Wort bei uns geworden. Und außerdem ist es eine süße Augenzwinkernde 60er-Jahre-Nummer, die man so schon mal kennen sollte. Ja, dann hatte ich noch norwegische Band, Kings of Convenience, Mrs. Cold, toller Song, minimalistisch. Man sieht, was mit guten Stimmen und guten Gitarren möglich ist, ohne dass es jetzt bombastisch daherkommt. Sehr rhythmisch und auch gute Laune, würde ich sagen. Deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und dann noch The Girl Who Fell to Earth. Das kenne ich auch noch nicht so lange. Das ist so ein bisschen, das ist Romance, ja, so ist, habe ich zum ersten Mal gehört in einer Folge der Serie Modern Love. Ah ja, tolle Serie. Ich bin sonst nicht so der Fan von Männern mit Hüten und Vollbart, die mit einer Gitarre auf der Bühne stehen, aber in dem Fall ist das alles erlaubt, weil das einfach ein toller Romance-Song ist und weil ich damit auch was verbinde und das schön finde. Es kommt ja auch Science drin vor, also ja, es hat schon mehrere Dimensionen. Ja, diese Serie Modern Love hat ja auch so verschiedene Kapitel, also eigentlich ganz Genau, Episoden, unterschiedliche ja, Geschichten, genau. ja. Ich fand ja auch, also ich muss sagen, ein paar fand ich sehr, sehr gut, ein paar fand ich auch nicht so gut, aber da mochte ich auch am Ende, also die letzte Folge, die habe ich, glaube ich, durchgeheult, da kommt am Ende auch nochmal dieser Song Lost and Found, den fand ich auch grandios, auch ein sehr schöner Song, ja. Cool. Und genau, ich setze auch mal einen Song auf die Playlist. Heute habe ich mich entschieden für Morgen fange ich an von Lampe, heißt die Okay. Gruppe, ein deutscher Song. Ja. Und da geht es so ein bisschen so darum, eigentlich sagt der Sänger da immer, heute fange ich an, mich komplett zu verändern, so alles, alle Probleme anzugreifen und jetzt dreht sich mein Leben um 360 Grad und jetzt geht's so richtig los. Aber der Titel Morgen fange ich an verrät natürlich schon, da ist sehr viel Wille da, aber am Ende zögert man das doch hinaus und ich habe so das Gefühl, während Corona gab es doch immer mal wieder so Momente, wo man dann einen kurzen Impuls hatte und dachte so, jetzt aber und dann wurde man noch so ein bisschen zurückgeworfen von all den Nachrichten und da finde ich, passt dieser Song ganz toll dazu und ist auch wahnsinnig witzig. Ja. Super. Ich bin sehr gespannt auf diese Playlist. Ja. Die ist jetzt schon sehr, sehr bunt und wird immer noch bunter. Das ist wirklich ganz witzig. Ja, ich muss zum Bus. Ja. Lucky wir kommen zum you. Ende. Ja. Genau, wir kommen zum Ende. Wenn du nicht noch irgendetwas loswerden oder sagen wollen würdest. Denn meine Erfahrung ist eben, dass wir ja eben auch so bei diesen ganzen zwischenmenschlichen Kontakten, die jetzt ein bisschen zu kurz kommen, aber die man dann ja auch trotzdem herbeiführt, es hängt letztlich an den Menschen und die allermeisten in unserer Branche, die arbeiten eben nicht nur bei irgendeiner Firma und machen irgendeinen Job, sondern wir sind die Buchbranche und das ist dann doch vielleicht nochmal was Besonderes. Das waren sehr schöne Schlussworte und damit sage ich vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald und bis hoffentlich zur Frankfurter Buchmesse. Ja, hoffe ich auch sehr. Ich habe es nicht weit. Ich bin da. Alles klar. Vielen Tschüss. Dank. Mach's gut.
Tschüss.